Die Bedingungen sind nicht gut, viel zu wenig Wasser, sagt er, ist alles ausgetrocknet, es fehlen mindestens ein paar Meter. Ihm ist ein iPhone reingefallen. Boah, schöner. Guckt euch an, ist normalerweise nicht so mein Style, so zu angeln, wisst ihr ja selber. Warte. Wow, was ist denn hier für ein Licht? Wow. Was ein Licht, Leute. Kommt gar nicht richtig rüber. Ich wollte noch einmal kurz mich melden. Wir haben abgebrochen, wieder ein kurzer Tag gewesen. Intensiv, anstrengend. Crazy. Ich habe nichts gefangen. Morgen ist halt der Tag der Tage. Da geht es dann um alles. Deswegen sind wir hier. Wir sind halt hier wegen der Fischart, aber halt nochmal auch wegen diesem krassen Spot, wo ich Viktor schon seit 3 Jahren von voll laber und eigentlich wollte er gar nicht hin, völlig wild und romantisch, aber da stehen sie halt, die Monster. Und jetzt haben wir es echt geschafft. Wir sind jetzt da, wo ich schon seit Jahren hin wollte. Jetzt klappt es morgen. 3 Stunden dürfen wir. Es ist so absurd eigentlich. Es ist so völlig psycho. Aber irgendwie auch lustig. Seid auf jeden Fall dabei. Das müsst ihr euch anschauen. Es wird wahrscheinlich mega, mega, mega krass. Kurz und intensiv. Ich werde nicht mal einen Schluck Wasser trinken. Ich gebe so Gas wie noch nie in meinem Leben. Will so ein Ding auf Gummi fangen. Macht keiner. Die angeln alle mit Wobblern, mit Drilling und so. Ich mache morgen Gummi, Einzelhaken, ein Seaman rauf, ein Seaman für einen He-Man. Ja, richtig Angst schon ein bisschen. Wenn da irgendwas schief geht, die Schnur nicht hält oder irgendwas was vergessen oder so, dann ist es einfach für den Arsch und dann war es das auch. Also wir haben genau diese 3 Stunden Zeit. Ich gehe jetzt mal duschen und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Der Tag der Tage, jetzt wirklich der Tag der Entscheidung. 3 Stunden, die werden verfliegen wahrscheinlich. Mal kurz meine Köder. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich sie schon gezeigt habe. Heute wird nur Hardcore-Material mitgenommen. Und zwar, Lancaster City, Meeresbleiköpfe und Seaman. Seaman für den He-Man, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, der Peitsche-Killer, der Arapaima-Killer. Den werde ich heute, den Motor mit Twistern, weiß ich nicht. Mit dem werde ich heute höchstwahrscheinlich einen schönen Riesenfisch fangen dürfen. Würde ich sagen, los geht's. Hier das Chaos. Mal wilder. Taxi kommt gleich. Und dann geht's auf in den Backofen. Auf jeden Fall wird's lustig, das weiß ich jetzt schon. Viktor freut sich auch schon. Wir sind hier schon am Knoten basteln, am Machen und Tun. Aber heute geben wir uns richtig Mühe. So, alles klärchen. Beauty. Bis später. So Leute, guckt euch das an, wie schön. Das Mequinensa Südamerikas. Guckt euch das an. Eine Sache haben wir vergessen übrigens. Was denn? Unsere Angelkarte. Ich glaube, ich hab sie. Hast du die eingepackt? Die hat es mir doch gestern gegeben zum für die Buchhaltung. Das waren glaube ich die anderen. Ich habe glaube ich die hier reingeschmissen. Glaube ich. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Es wäre so geil, wenn sie uns dann nicht mitnehmen. Aber ich habe es ja digitalisiert. Wirklich? Ja, geil. Ey, Viktor, du bist so gut. Alles digitalisieren, Leute. Immer dran denken. Digitalisieren und auf nichts und niemanden verlassen. Speziell auf Taxifahrer. Unserer kam nämlich nicht. Habt ihr das gesehen? Diese schönen Kolonialbauten. Herrlich. Wie in Köln. Wie in Köln. Das ist Köln, Argentinien. Herrlich. So Leute, jetzt geht's los. Ganz schön lange Fahrt. Und ab dann rennt die Uhr. Das ist jetzt wirklich kein Spaß. Ich will jetzt auch irgendwie kein künstliches Drama aufbauen, weil das ist wirklich ein echtes Drama. Wir sind eigentlich wegen dieser 3 Stunden hierher gekommen, warten jetzt seit 2 Wochen, dass wir hier angeln können. Also ich glaube, das hat auch noch niemand gemacht, für 3 Stunden angeln nach Argentinien gefahren. Okay, insgesamt waren es vielleicht 8, knappe 8. Mit dem Kollegen von gestern. Ja, aber der ist schon super, der Guillermo. Los geht's. Seaman-Gummis gepackt, alles gepackt. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Seit Jahren träume ich davon, hier mal zu angeln. Das ist nicht der einzige Platz, wo es die Fische gibt, aber hier werden sie am allergrößten auf der Welt. Der Platz ist weltbekannt. Pink Floyd angelt hier, sämtliche Fußballstars, Top High Society, die obersten 2%. Richtig. War Jeremy auch schon da? Jeremy war, wen meinst du? Kenn ich nicht. Alter, der nimmt ach, alles weg. Der die kleinen Arapaimas immer fängt. Ich dachte, der heißt David Wagner. Späßchen. Mit W, Leute, mit W. So, haben wir dabei, Wässerchen, Röllchen, Handschuhchen, Feinchen, Feini. So viel geht's hier. Ich hab meinen Handschuh vergessen. Nein. So viele Sachen denken immer, das ist wirklich... Ja, wir haben auch so viel Zeit immer, weißt du? Mal diese eine Stunde, bevor wir abfahren, alles zu machen. Also, wie soll man das schaffen? Ja, wie soll man das schaffen? Okay. Wir sind da. Da haben sie uns erstmal ein Riesen-Sandwich gegeben. Das haben wir jetzt gegessen, wahrscheinlich das teuerste Sandwich unseres Lebens.
der Guide unten ganz nervös. Wo sind Sie denn? Ist hier so ein Campingplatz. Die Lodge von denen ist aber woanders. Ich glaube eher hier hinten runter. Die Stimme kam von da. Also jedenfalls sind wir jetzt da. Ich habe mir jetzt dieses Sandwich reingewirkt. Das heißt, die erste Viertelstunde ist schon weg. Wahrscheinlich hier. Ah, sieht gut aus. Guck mal. So, und jetzt geht's los. Ich fühle mich, als wenn ich zum ersten Mal angeln gehe. Das ist alles so hochexklusiv. Also nicht dieser Campingplatz, aber halt dieser Spot. Ah, da unten. Herrlich. Alles klar. Los geht's. Na dann. Ja. Ist da gar keiner. Oder? Ist da einer? Ne, wir werden abgeholt. Alles klärchen. Na dann, los geht's. Also mit Badelatschen muss ich sagen, das ist eine Herausforderung. Oh, das ist ein Tag. Ich esse mein Sandwich jetzt auf. Den Rest meines Sandwiches. Meines 30-Euro-Sandwiches. So, Leute, das ist Alejandro. Man kann ihn gerade noch nicht so gut erkennen. Hola, Alejandro. Hallo. Das ist Victor, Victor Eras. Hier bin ich, David. Er meint, das wird sehr schwer. Kein Wasser im Fluss. Er will, dass wir unbedingt einen fangen. Deswegen sagt er, nach 5 Würfen würde er gerne, wenn wir nichts fangen, den Köder wechseln. Dass wir dann einen von seinen Ködern ranmachen. Damit wir wenigstens einen Fisch fangen. Okay. Erstmal voll über den Platz rüber gebrettert, um die Dinger so ein bisschen entweder zu verscheuchen, um es ein bisschen schwerer zu machen oder um sie zu aktivieren. Alles mega offiziell hier. Der absolute Wahnsinn. Wir müssen hier unsere Ausweise vorzeigen und deine digitalisierten Angelkarten wahrscheinlich ebenfalls. Ich bin gespannt, Leute. Drückt uns die Daumen. Es wird wirklich nicht einfach. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt kommt das Militär. Und erstmal kontrollieren. Bevor wir anfangen, erstmal Kontrolle. Victor, hältst du uns fest? Okay, egal. Juti, Angelkarten raus und Passport raus. Also es ist wirklich richtig offiziell. Man darf ja auch nicht Drohne fliegen. Hier alles voller Kabel. Und wir haben jetzt schon eine halbe Stunde verspielt. Er meint, es wird so schwer. Aber so liebe ich es doch. Wir lieben es doch schwer. Richtig. Ist das hart. Ey, wir sind hier am Stau am Elektrizitätskraftwerk von Argentinien. Guckt euch das an. Ich bin völlig fertig. Die Hitze ist so brutal. Er meinte, wir sollen Popper raufmachen. Die Angelei ist so scheiße. Er meinte, wenn, dann Popper. Das heißt, Popper rausschmeißen und so schnell wie möglich einkurbeln. Das ist der Plan. Alter, Leute, dagegen halt GT-Angeln den Scheiß. Alter! Völlig abgefahren. Alter! Oh, sorry, ich hab überbaut von Nachtell. Alter! Okay, komm. Crazy. Hey, crazy. Wow! Wow! Ja! Jetzt, halt da! Ab! Oh! Oh! Dick! Cuidado! Alter! ¿Qué hago? Paso para atrás. Alter! Der erste hängt. Alter, Schildmaschine. Alter, kann ich mehr. Ganz mehr, ist gerade erst angefangen. Alter! Leute! Das ist ein Monster. Ich kann nicht mehr. Ich dreh komplett am Rad. Wow. Alter!
Was für eine Maschine. Yes! Junge! Yes, Mann! Yes! So, Leute, hier ist der Fisch. Alter! Mein erster Riesendorado in meinem Leben. Ich dreh völlig durch. Lass ein Foto machen, schnell, Alter. Alter, Tu mal das Maul an. Alter. Was eine Maschine, Alter. Was eine Maschine, Alter. Okay. Wow. Ja, was ein Rücken, Alter. Guck dir den Fisch an, Junge, ist das geil. Yes, Mann. Ritzi. Alejandro, gracias. Kleiner. Ja. Oh weia. Oh weia. Uff. Bueno. Und der nächste ist drauf. Hier vorne. Hoppala. Oh Gott. Oh Gott. Alter Diggi. Ich würde auch sagen, es reicht. Alter. Hier ist der Fisch, der nächste. Er meint, es ist ein Baby. Aber für mich ist er ein Monster. Ich würde sagen, wir machen ihn wieder rein. Je mehr Zeit zum Angeln haben wir. Alles klar. Okay. Los. Alter. Man, Baby. Excellent. Eieiei. Mit Manus ist da mojado. Ay, mi Dios. Qué crazy. ¿Aquí? ¿Se fue? ¿Se le fue? Der war groß. Okay. Ah ja. Wow. Oh. Oh, se fue. Okay. Bueno.
se me fue con... Ahí está. Mierda. ¿Qué hace? Mierda. Ahí. Mierda. Yes. Se fue. Ja, weg. I'll make you move like your boots are on fire. I'll make you jump like you touch a wire. Ain't no city down when I get in the zone. Ay, Alejandro. Bueno. ¿A dónde? Okay. Okidoki. Okidoki. Smoky Maloki. Oh. Wow. Cicada. Ahí está. Ahí está. Oh. Kleiner Huscher. Juhu. Se fue. Juhu. Qué bueno! Hier, Leute. Okay, auf den Ding. Jetzt geht's auf den Großen. Oh, es ist Lilo. Wollt ihr es? Es Lilo. Wie geht's dir? Nicht gut. Ja, hier geht's mir auch nicht gut. Das ist zu doll. Ich hatte jetzt 5 Fische drauf, einen abgerissen, 2 Monster verloren, 2 gefangen. Praktisch jeder dritte Wurf ein Treffer. Ich mache mir langsam echt ein bisschen Sorgen. Eigentlich sind es nur 3 Stunden. Vielleicht können wir. Ich hatte übrigens noch keinen. Ein Biss oder so. Nee, 2. Nein. Am Anfang hattest du auch einen. Hab ich mir noch vergessen. Leute, hoffentlich ist bald Schluss. Wir können ja vielleicht früher Schluss machen. Ich sterbe. Es geht los, jeder trifft mehrere Bisse. Ich würde sagen, es geht los. Okidoki, Orichoki, Smoky Maloki, Choki, Choki. Peter. Ah, pequeño. Egal. Okay. Okay. Erster Wurf. Erster Bild. Wurf auf Gummi, auf dem Seaman. Kein Monster, aber ein schöner Fisch. Ich glaube, ich kriege ihn hier nicht runter. Gucken. Okay. Da ist er, der Seaman. Hat er sich schön reingezwirbelt. Herrlich. So, da ist er, auf dem Seaman. Hat geklappt, geht sofort. Kein Problem, alles klar, vielen Dank. Danke, Dorado. Danke, alle. Okay. Zwei Stück. Der eine bringt den Clown. Alter. Oh, guter. Alter. Alter, auf dem Gummifisch. Und da waren 2 Stück. Der eine wollte ihm den aus der Nase klauen. Ja.
Halt hier. Ich schwör's dir. Einer und schön auf dem Riemen erwischt. Herrlich. Herrlich, Mann. In der letzten Drift, Alter. Los, Kollege. Schön auf dem Riemen von mir wieder. Den hat er sich verdient. Alter, es hat geklappt. Okay, Leute. Da ist der Fisch. Richtige Granate. Alter. Okay, so. Guckt euch an. Hat nicht lang gedauert. Da ist er. Ein richtiges Brett. Alles klar. Schön auf den Siemen. Ich höre jetzt auf. Es reicht. Alles klar. Excellent. Ja. Hay que darle un poquito de línea. Se sigue al fondo. Sí. Trabajar. Okay. Último amigo. Sí. Bien. Claro. Das war so crazy. Das waren die krassesten 3 Stunden meines Lebens in Bezug auf Angeln. Kam gleich hinter dem Erdbeben in Quito. Ich muss jetzt in den Schatten und ich sage vielen Dank. Danke, Machina. Danke, Alejandro. Cuídate. Ciao, hermano. Leute, war so krass. Das war so crazy. Kommt alle her. Kommt alle her. Leute, die beste Box der Welt. Mit den besten Ködern der Welt, bei der Fishing Box. Jetzt bestellen mit dem Code Boss. Kriegt ihr 5%. Das war's. Und jetzt Schatten in 3, 2, 1, 0. Oh Gott. Ich kann kaum laufen. Okay. Okay. Ich habe richtig Kopfschmerzen. Ich habe wahrscheinlich einen Sonnenstich. Er hat jetzt die nächste Truppe. Die fahren jetzt raus. Möchte man auch nicht tauschen mit dem Typen. Den ganzen Tag diese gelben Ungeheuer da rauszerren. Und in der Sonne. Das machst du eine Woche und dann bist du platt. Riesengroßen Respekt an alle Guides da draußen, die das wirklich durchziehen und ernsthaft seit Jahren betreiben. So wie Robert Balko, Haki Hackbart, ihr wisst schon, und alle anderen. Krass. Guiding, Angelguiding ist eines der krassesten Jobs. Ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe nicht lange durchgehalten. Genau. Leute, ich bin fertig. Das war's. Moment, das war's noch gar nicht. Die nächste Reise steht uns bevor nächste Woche. Dann geht's wieder woanders hin. Und dann geht's wieder so crazy. Das war so krass. Danke Argentinien. Danke Rio Uruguay. Danke, Alejandro. Ich bin platt. Ende, fertig, Game over, Feierabend. Arrivederci. Wenn ihr wissen wollt, was er gefangen hat, habt, oh Gott, mehr reden. Dann schaut rein, ich gehe angeln, jetzt einschalten. Danke. Tatsächlich auch wirklich sagen, das war der einzige Nachteil an diesem Boot, dass wirklich keine Klimaanlage war. Das Argentinien war letzte Woche das heißeste Land der Erde. Ja, haben wir uns dann die richtige Woche ausgesucht. Aber nicht so schlimm, hat ja alles geklappt, alles easy. Wir sind ja keine Kaltduscher. Genau. Buenos Aires ist doch... Dann. Ich weiß nicht, ob man mich eben hören konnte. Jetzt haben wir einen. Hier war noch nie ein Mensch in 50 Jahren. Leute, wir sind da.